Willkommen zu einer Voidirin Demo Hollow Cocoon. So, press any key. Das ganze Ding ist leider nur auf Englisch. Das heißt, wenn da englische Texte kommen, bin ich aufgeschmissen. Lassen wir uns mal überraschen. Komischerweise, das Ding ist auch gleich im Fenstermodus gestartet. Warum auch immer. Na gut, New Game. Oh. 1900, irgendwas in den 80ern. Minato Jinba, ein Student, lebt weit weg von seinen Eltern in der Stadt. Eines Nachts erhalten wir quasi der Minato eine, ja, ich glaube, schlechte Nachricht von seinem Vater. Eiji Minatos, seine Oma, Kinomiyama, ist in einem schlechten Zustand. Also wahrscheinlich stirbt vielleicht bald. So, okay, er macht eine Reise nach Ichinose, einem Dorf, tief in den Bergen, wo seine Mutter geboren wurde. Also gehen wir wahrscheinlich jetzt dann zur Großmutter oder warte, warum schreibt man, wo seine Mutter geboren wurde? Wir haben unsere Großmutter über ein Jahrzehnt nicht gesehen. Okay, da bin ich schon wieder aufgeschmissen. Als er mit dem Bus über die holprige Strecke fuhr, erinnert sich Minato an seine einzige Konversation mit seiner Oma. Seine einzige? Okay. Die Sache mit Silkworms. Was sind denn Silkworms? Silk nicht Seide oder sowas? Seidenwürmer? Weißt du, wenn sie ihr Kokon verlassen können. Selbst wenn sie ihren Kokon verlassen können, sie haben keine Münder zum Essen und ihre Flügel können nicht benutzt werden zum Fliegen. Sie legen einfach ihre Eier und Perish, was ist ein Perish? Wahrscheinlich sterben oder sowas. Okay. Okay, Minato findet sich selbst in diesem Haus wieder. Er findet eine schreckliche Situation und eine schockierende Wahrheit. Da bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, Englisch bei mir nicht gut. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen übersetzen können. Wir sind hier wohl der Einzige, der aussteigt. Und keiner steigt ein. Sakura. Ich schaue den Bus noch hinterher. Irgendwie so ein bisschen verschwommen in der Ferne, ne? Run. Wozu brauche ich, muss ich hier rennen können? Oh, ist das dieser scheiß Blumeffekt? Blur-Effekt? Whatever? Wie heißt das Ding? Blum. Ich glaube, kann das sein? Apply. Yo. Trotzdem noch das Gefühl, dass so verwaschen aussieht. Gibt's da noch was? Brightness, Kamera, Forcing. Aha. Hi, hi, Blumen auf. Oh, ah, Blur, das ist das, glaube ich. Apply. Ich weiß nicht, ich bin immer noch nicht überzeugt. Oh,
Ich wollte einfach bloß, weil ich es immer mache, erstmal woanders hingehen. Hier ist eine schöne Alpha-Wand. Also scheint er dann auch irgendein asiatischer Entwickler zu sein. Ich habe mich natürlich vorher mit dem Spiel nicht beschäftigt. Hab bloß gesehen, Demo, zack, runtergeladen. Interact. Ja, die Bushaltestelle. Ja, du musst den ganzen Weg latschen, ist klar. Na, aus Feld können wir auch nicht. Oh, ist das schon die Bude hier? Wobei das eher wie so ein Verkaufsding aussieht. Okay. Hier war wohl länger Kinder mehr. Zehn Yen. Braucht man zu spielen das Zehn Yen Game? Was ist denn das Zehn Yen Game? Open Event. Im Inventar vom, ja, in der Inventarsektion vom Menübildschirm kann man Minatos HP sehen. HP? Oh nö, ist das schon wieder so ein Horror-Ding hier oder was? Wichtige Items, like, was für sei Maigan? Was die Stamina und HP wieder auffüllt. Können direkt im Inventar benutzt werden. Oh. Okay, da der Türschlüssel. Was ist ein alter Schlüssel? Von Oma. Keiner weiß, wofür der ist. Files? Maps. Okay. Was ist das da? Jo. Okay, ist Fuji. Oh, nochmal 10 Yen. Aber was ist das? UFO? Hm? Ist ein Game. Ein Spiel, wo du die 10 Yen Münze in das Goal, also in das Ziel klatschen musst. Ach, das ist das 10 Yen Spiel, oder was? Okay, versuchen wir es einmal. Remaining Insert Coin. Und nun? Tick Weaver Air Shake. Ach, da oben. Ach so, dann wird automatisch der. Warte. Grün ist gut, aber was bedeutet grün? Rot darf ich wahrscheinlich nicht reinfallen. Ja, wie soll ich denn das Gold da unten hinkommen? Aber, was mir gerade auffällt, beim Grün ist so eine Art. Ja. Sonne will ich jetzt nicht sagen, aber sowas erhält es, ein leuchtender Kreis. Und der ist unten links auch nochmal. Oder ist das einfach nur Bildtechnik? Ist es bloß Zufall? Darf wahrscheinlich. Hoho! Okay. Scheiße, weg. Oh. Ah, jetzt ist es da unten gelandet. Scheiße. Och man, so weit. Oh, der war gut. Ach, das war zu doll. Oh, gibt's doch gar nicht. Ich habe nur noch drei.
Oh Mann. Alter, das ist aber auch sensibel. Eine noch. Hey. Richtig erfolgreich. Keine Ahnung, was man dann hier gewinnt. Wahrscheinlich kriegt man 10 Yen. Sehr gut. Scheiße. Arg. Mist. Oh, ein Ausguck, da würde ich gern hoch. Natürlich nicht. Frag mich tatsächlich, wofür das Ding so wirklich da ist. Was haben wir hier? Okay, gucken wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir noch einige Münzen. Dann würde ich nämlich nochmal zurückgehen. Ganz schön windig. Okay, keine Ahnung. Wir haben jetzt zwei Straßen zur Auswahl. Zerstört nicht unsere Stadt. Verdammt den Damm. Oder was ist The Dam? Rob Van Dam. RVD. Okay. ...166, wahrscheinlich die Größe, und 60 Kilo, oder wird dieser 45 sein? Gott, oh Gott. Dieses Areal oder diese Gegend, auch das Dorf Ichinose wird platt gemacht für ein Damm. Okay. Aha. Also keiner lebt hier. Das sind wieder sehr gute Voraussetzungen. Außer unsere Oma, oder was? Kommen wir hier hoch? Das ist auch auffällig, dass hier... Okay. Was noch wichtig wird, wir können hocken. Oh, nice. Okay, da kommen wir nicht hoch. Wohnt unsere Oma in dem Anwesen da hinten, oder? Alle haben hier so eine Art Bruchbuden. Und Oma war hier Fürstin, oder was? Oder wie nennt man? Das hat einen anderen Namen in Japan, ne? Na, schon schön hier. Stimmt, irgendein Tempel oder sowas da hinten. Friedhof oder was? Sind aber nicht allzu viele Gräber.
Frische Blumen. Interacten können wir hier aber soweit eigentlich erstmal gar nicht weiter, ne? Nur die das Spiel am Anfang. Oh, jetzt kommt da was. Ah, unser Familiengrab. Warum sagt er denn immer zu Mutters Familie und nicht zu unserer Familie? Ich meine, der gehört doch dazu, oder nicht? Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal ein Augenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.